herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute ein klein wenig lädiert durch meinen letzten Battle, durch meinen letzten Hangel-Battle mit Calvin Hollywood und Christoph. Ein wenig lädiert und das ist natürlich Mist, weil jetzt kann ich natürlich keine großen Zugübungen machen und kein Kreuzheben, keine Klimmzüge. Und Schulter ist auch noch ein bisschen lädiert vom letzten Military Press, der Mist gebaut habe. Ja, auch ich baue mal Mist, weil ich einfach zu euphorisch war, mit zu großen Gewichten gearbeitet habe und den exzentrischen Bewegungsablauf, was ich ja jedem immer erzähle, zu schnell ausgeführt habe, eben einfach zu schnell aus Gründen zu weniger Kraft, aus Senilität, was auch immer, abgelassen haben. Jetzt habe ich ein Schulterproblem. Genau deswegen fallen mir gerade Druckübungen extrem schwer. Das ist mir nicht eingeschränkt, nur meine dünnen Beinchen zu trainieren. Gut, das war's mal zum Thema Mr. T. Baut auch mal Scheiße, so ist es nicht. Aber er weiß es zumindest, dass er Scheiße gebaut hat. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe mich völlig durcheinander gebracht. Ja, und zwar das Thema, zu welcher Tageszeit trainiere ich am besten? Zu welcher Tageszeit du am besten trainierst, weiß ich nicht. Aber ich kann euch ein paar Tipps geben. Und zwar ein paar Tipps zur Tageszeit. Wenn ich jetzt hier fettstoffwechselorientiert trainiere, wenn mir der Fokus nicht so extrem ist auf Muskelaufbau, dann kann ich locker entspannt auch morgens trainieren. In der Regel ist es schon so, dass ich morgens nicht so viel Power habe wie abends, nachmittags. Das liegt einfach daran, weil in der Regel, wenn ich morgens um 6 oder um 7 ins Studio gehe, dann bin ich eine halbe Stunde bis Stunde vorher aufgestanden. Und das ist natürlich nicht unbedingt leistungsfördernd für maximale Lasten zu bewegen. Somit ist es vielleicht ganz gut, wenn ich darauf aus bin, auf maximale Last zu bewegen. Das heißt entweder, dass ich meine Kraftsteigerung, reines Krafttraining mache oder auch ein sehr stark hypertrophiert ausgeführtes Training, das heißt Muskelvolumen muss mehr werden. Da brauche ich auch größere Gewichte dazu, da kann ich nicht mit kleinen Pillepalle-Gewichten rummachen. Dann ist es oftmals nicht so günstig, morgens ins Fitnessstudio zu gehen. Vorteil morgens im Studio, es ist leer. Ich kann tun lassen, was ich will. Nachteil, es sind wenig Leute da. Ich habe nicht vielleicht diesen Wettbewerbsfaktor, den so manche brauchen, wenn der Kollege neben dran 5 Kilo mehr drückt oder 5 Kilo mehr zieht oder beugt. Das fällt natürlich morgens in der Regel auch weg. Also meine Empfehlung ist natürlich, wenn es um den maximalen Reiz geht. Da haben die meisten eher, wenn sie natürlich morgens zu normaler Zeit aufgestanden sind, im nachmittaglichen bis abendlichen, frühabendlichen Bereich Vorteile. Zu spät trainieren bin ich kein Freund, wenn man dann um 11 ins Bett liegen will, um 10 ins Bett liegen will, halb 11, was auch immer, und mal 9 trainieren hat, dann ist man so aufgeratzt, kann nicht richtig schlafen, komme ich in die Tiefschlafphase, ist zumindest bei den meisten so, ist auch nicht prickelnd. Somit ist immer ganz gut, unmittelbar nach Geschäftsende, Tasche im Auto, ins Studio. Nachteil, Studio ist voll, Haufen Leute da, warten vorm Gerät. Das heißt, man muss natürlich immer in irgendeiner Art und Weise Kompromisse eingehen. Aber nochmal für euch, wenn es darum geht, maximalen Power zu entfalten, maximale Resultate im Bereich des Muskelaufbaus zu erreichen, seid ihr besser bedient, wenn ihr direkt nach der Arbeit, Nachmittag, frühen Nachmittag, Frühabend ins Studio geht und da ordentlich Feuer gibt. Das wäre mein Tipp zum Thema Tageszeit. Aber wie gesagt, der eine oder andere trainiert vielleicht auch sehr gut morgens, der andere sehr gut nachts, aber da gilt eins, die Regel bestätigt die Ausnahme. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T zum Thema, wann ist die beste Hallo und herzlich willkommen in meinem YouTube-Channel. Viele kennen mich schon als Personal Trainer Karlsruhe und noch mehr kennen mich als Mr. T. Schaut einfach regelmäßig rein. Bei mir gibt es immer die wichtigsten und die ehrlichsten Infos zum Thema Fitness-Lifestyle.